Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die Welleübung. Die Welleübung ist eine tolle Übung für den gesamten Rücken, für die Wirbelsäule. Wirbelsäule ist sowas wie ein Autobahn für unseren Körper. Wenn der Autobahn frei ist, kann die Energie überall hinfließen. Und deswegen ist es eine tolle Übung, auch um die Verspannung im ganzen Rücken zu lösen. Wenn du untere Rückenschmerzen hast und verspannt bist im Rücken, das ist die Übung, die du machen möchtest. Und alles, was du dafür brauchst, ist eine Wand. Die Wand ist da, um dir Rückmeldung zu geben, ob du die Übung korrekt machst oder wenn nicht, was du dann halt anpassen möchtest in der Bewegung, damit du die Rückmeldung bekommst, was du von der Wand haben möchtest. Die Rückmeldung, die du haben möchtest, ist, dass du spürst, dass du Wirbel für Wirbel die Kontakt zur Wand spürst, während du mit dem Körper dich nach vorne beugst und während du dich wieder aufrichtest. Du möchtest Wirbel für Wirbel Kontakt zur Wand spüren. Ich zeige dir die Übung, wie es geht. Als erstes möchtest du einen guten Abstand von der Wand nehmen, so ein und vielleicht noch einen halben Schritt dazu. Und du möchtest hüftbreit stehen. Füße sind nicht eng, sondern die sind schulterbreit offen. Jetzt haben wir erstmal hier einen Kontakt mit dem Gesäß an die Wand. Das lösen wir und wir fangen hier oben an. Jetzt möchtest du Wirbel für Wirbel dich an der Wand runter bewegen, während du mit dem Oberkörper immer runder wirst, nach vorne. Ja, es sieht so aus. Was wir nicht wollen, ist dieses hier. Ich gehe runter und dann mein ganzes Unterrücken ist an der Wand und dann beuge ich mich nach vorne. Das ist nicht die Übung, die ich machen möchte. Siehst du das? Ganzer Rücken ist an der Wand und dann drücke ich mich von der Wand weg. Nein, ich möchte die Rückmeldung von der Wand bekommen, dass ich Wirbel für Wirbel den Kontakt zur Wand herstelle. Ein Wirbel berührt die Wand, der andere kommt da weg. Und dein Oberkörper ist rund und wenn du hier unten ankommst, kannst du hier auch hängen bleiben, weil es sich einfach gut anfühlt. Entspannte Atemzüge hier nehmen und dann bewegst du dich wieder Wirbel für Wirbel an der Wand hoch. So, wenn du diese Rückmeldung von der Wand nicht bekommst, wenn du hier mit dem unteren Rücken an der Wand kleben bleibst, das ist nur eine Rückmeldung. Dann musst du gucken, was du ändern kannst. Okay, ich würde mit den Füßen anfangen. Vielleicht die Füße sind zu eng aneinander und hast nicht genug Platz, um sinken zu können. Deswegen würde ich sagen, mindestens hüftbreit die Füße öffnen. Vielleicht bist du sehr eng an der Wand, dann wird die Übung ein bisschen schwieriger. Für den Anfang würde ich schon sagen, also nimm einen guten Abstand von der Wand weg. Achte auf die Beine, was die Beine machen. Wenn die Beine so lang bleiben und dann versuche ich, mich nach vorne zu beugen, komme ich nur bis hier. Und ich kann hier diesen Bereich nicht separieren. Also dein ganzer Rücken bleibt an der Wand, aber ich habe nicht dieses Effekt Wirbel für Wirbel. Das habe ich hier nicht, weil die Beine sich gar nicht bewegen, weil die Beine gar nicht so viel mitmachen. Aber wenn ich während Wirbel für Wirbel runtergehe, die Beine nutze, um zu sinken. Du siehst, wie tief ich jetzt mit den Beinen gesunken bin und noch weiter sinke.
Klar, vielleicht ist das ein bisschen anstrengend für die Beine. Die Muskeln sind dann halt, die Muskeln müssen dann arbeiten. Aber dann bekomme ich, was ich möchte. Und jetzt, wenn ich mich nach oben bewege, drücke ich mich mit den Beinen nach oben und die Beine werden länger und länger und länger und länger und länger. Also es ist nicht das hier, sondern ich möchte auch die Beine nutzen, um senken zu können und dann auch um steigen zu können. Was du dann noch prüfen möchtest, ist, ob dein Oberkörper auch mitmacht. Wenn ich mich von der Wand runter bewege, dann die Schultern nehme ich auch aktiv etwas nach innen. Schultern bewegen sich nach innen. Ich mache schon meinen oberen Körper rund. Und dann beuge ich mich auch mit dem Oberkörper nach vorne. Du kannst dabei auch die Arme nach oben nehmen. Du atmest ein und mit Ausatmen fängst du schon an, wirst du ganz rund und gehst Wirbel für Wirbel runter und beugst dich nach vorne. Hier kannst du so viel Zeit verbringen, wie du möchtest. Und dann atmest wieder ein. Und mit Ausatmen fängst du dich wieder Wirbel für Wirbel an der Wand nach oben zu bewegen. Das ist die Welle. Und ich würde sagen, probier das aus. Wenn du Fragen hast, schreib in die Kommentare. Wenn du das dann öfter gemacht hast und spürt hast, wie toll die Übung wirkt, dann schreibe es auch in die Kommentare. Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!